Das ist der Justizpalast. Und der Justizpalast hat eine ganz wesentliche Rolle in der Ersten Republik. Und zwar 1927 in Schattendorf. Es war eine Demonstration von Sozialdemokraten und auf dieser Demonstration wurden zwei Menschen erschossen. Ein älterer Herr und ein junger Bub. Und zwar aus einem Gasthaus heraus von ein paar Leuten von der Heimwehr, von den Christlich-Sozialen. Es kam zur Anklage dieser mutmaßlichen Täter und wegen mangelnder Beweise wurden sie freigelassen. Und das war natürlich furchtbar. Die Sozialdemokraten waren sehr grantig und enttäuscht von der österreichischen Justiz und haben sich versammelt und haben demonstriert und sind hierher gezogen zum Justizpalast, weil der Justizpalast für sie der Ursprung alles Übels war. Gleichzeitig natürlich kam die Polizei nicht nur zu Fuß, sondern auch beritten mit Pferden, mit Säbeln, mit Maschinengewehren. Und die Sprecher der Sozialdemokraten haben probiert, die wütende Menge ruhig zu stellen. Das hat aber leider nicht funktioniert und die ganze Situation ist wahnsinnig eskaliert. Die Pferde, Maschinengewehre sind in die Menge hineingeritten, wo es wurde hineingeschossen. Die Sozialdemokraten haben den Justizpalast gestürmt und haben angefangen, dort Akten anzuzünden. Das ganze Feuer hat sich natürlich hochgebauscht, bis dann schlussendlich der ganze Justizpalast gebrannt hat. Und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass die Sozialdemokraten und die Christlich-Sozialen sich immer weiter auseinandergelebt haben. Und so kam es natürlich dann schließlich auch 1933 zum Bürgerkrieg und in weiterer Folge auch zum österreichischen Ständestaat und dem Austrofaschismus. Mein Name ist Katrin Bamminger und ich würde mich sehr freuen, Sie bei einem Rundgang über Republik und Demokratie begrüßen zu dürfen. Buchen Sie den Rundgang unter www.denkmalwien.at. Ich freue mich auf Sie.